Vor langer Zeit lebte eine Witwe mit ihrer Tochter Mina und ihrer Stieftochter Anna. Sie liebte Mina mehr als Anna, weil Mina ihre eigene Tochter war, aber Anna nicht. Mina war ein sehr faules Mädchen, aber ihre Mutter verwöhnte sie, während Anna die ganze Hausarbeit verrichten musste. Anna mochte ihre Arbeit und war froh, wenn sie anderen Leuten helfen konnte, aber Mina wollte nie jemandem helfen. Deshalb wuchs Anna zu einer fleißigen, hilfsbereiten jungen Dame heran, während Mina faul und schlecht gelaunt wurde. Eines Abends, als Anna beim Spinnen am Brunnen saß, kam Rooster, der Hahn, zu ihr. »Es wird spät«, sagte er, »und du solltest nach Hause gehen.« »Danke, Rooster, aber ich muss zuerst die Spindel fertig spinnen«, erwiderte sie und begann so schnell zu spinnen, dass der feine, dünne Flachsfaden sie in den Finger schnitt und sie blutete. »Aua«, schrie sie und ließ die Spindel fallen, die mit ihren Blutstropfen tief im dunklen Brunnen versank. »Oh nein«, rief sie. »Was soll ich jetzt nur machen?« Als sie nach Hause ging, war sie sehr traurig, und als sie ihrer Stiefmutter von dem Unfall erzählte, wurde diese ganz böse. »Geh sofort zum Brunnen«, schrie sie, »und komm ja nicht nach Hause, ehe du die Spindel gefunden hast.« »Meine Stiefmutter lässt mich die ganze Arbeit machen. Ich muss den Flachs spinnen, bevor ich ins Bett gehe, und der Garten muss gegossen werden. Kannst du mir helfen, die Blumen und das Gemüse zu gießen?« »Danke, jetzt werden sie schön wachsen.« Kikeriki, hast du Mais für mein Abendessen, Anna? Wo ist der Sack mit Mais? Kannst du ihn sehen? Alle Vögel lieben Körner und Samen. Sie essen auch Brotkrumen und kleine Beeren. Danke, Anna. Du bist immer nett zu allen. Das Spinnen tut meinen Händen weh. Aua. Sie ist für immer verloren. Jetzt muss ich ohne sie nach Hause gehen. Du ungeschicktes Ding! Geh zurück zum Brunnen und komm nicht eher zurück, als bis du die Spindel gefunden hast. Was soll ich nur machen? Soll ich in den Brunnen springen? Anna rannte weinend zum Brunnen zurück und lehnte sich darüber, um zu sehen, ob die Spindel vielleicht auf einem Vorsprung gelandet war. Plötzlich verlor sie den Halt und fiel tief in den dunklen Brunnen hinein. Während ihres Falls schien sie einzuschlafen, und als sie wieder erwachte, war sie in einem verzauberten Garten. Sie entschied sich dazu, dem langen silbernen Pfad zu folgen, um zu sehen, wohin er wohl führte. Als sie an den wunderschönen Blumen und Bäumen entlang wanderte, nahm sie den Geruch von frisch gebackenem Brot wahr, und sie konnte jemanden weinen hören. »Bitte hilf mir«, sagte die Stimme. »Mein Brot ist fertig, und wenn es noch länger im Ofen bleibt, dann verbrennt es.« Anna drehte sich um und sah einige Brotlaibe, die in einem steinernen Ofen gebacken wurden. Weil sie nicht wollte, dass die Brote verbrennen, nahm sie sie vorsichtig heraus und ließ sie abkühlen. »Danke«, sagte der Ofen. »Du bist ein warmherziges und gütiges Mädchen.« »Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte«, antwortete Anna. »Kannst du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus nehmen muss?« »Folge einfach dem Pfad«, antwortete der Ofen. Anna folgte dem Pfad, bis sie zu einem alten Apfelbaum kam. Als sie sich ihm näherte, hörte sie ein Schluchzen und sah, dass der Baum weinte. »Oh, bitte hilf mir, meine Liebe. Meine Äpfel sind reif und können geerntet werden. Bitte schüttle mich, damit sie auf den Boden fallen.« »Natürlich«, sagte Anna, ergriff einen Ast und schüttelte so fest sie nur konnte. Alle Äpfel fielen auf den Boden und sie sammelte sie auf und legte sie ordentlich auf einem Haufen zusammen. »Danke«, sagte der Baum. »Du bist ein liebes, nettes Kind.« »Es freut mich, dass ich dir helfen konnte«, antwortete sie höflich.
Ich frage mich, welchen Weg ich nun gehen muss, sagte sie zu sich selbst. Folge einfach dem Pfad, erklärte ihr der Baum mit einem Lächeln. Meine Äpfel sind reif und können gegessen werden. Warum bist du so traurig? Bitte schüttle mich, damit meine Äpfel herunterfallen. Kannst du helfen? Klicke auf den Baum, damit die Äpfel herunterfallen. Gut gemacht. Ich suche meine verlorene Spindel. Eine liebe alte Frau lebt am Ende des Gartens. Sie wird dir helfen. Anna hüpfte glücklich den Pfad entlang, bis sie zu einer kleinen, hübschen Hütte kam, die im Abendlicht glitzerte, so als sei sie aus Sternen gebaut. Ich frage mich, wer hier wohl lebt, dachte sie, als sie die silberne Klingel anfasste. Sie klingelte vorsichtig und die Tür öffnete sich leise. Vor ihr stand eine kleine Frau mit roten Wangen und sehr großen Zähnen. Anna hatte ein bisschen Angst vor ihr, doch die Frau lächelte freundlich. »Mein Name ist Frau Holle«, sagte sie. »Komm herein und iss Abendbrot mit mir. Du bist bestimmt müde und hungrig.« Anna, die wirklich riesigen Hunger hatte, war sehr dankbar für das warme, frisch gebackene Brot und den süßen, reifen Apfel, den ihr die nette Frau gab. »Du darfst gerne bei mir bleiben, wenn du möchtest, aber du musst mir im Haushalt helfen.« »Das würde ich sehr gerne«, antwortete Anna freundlich. Am nächsten Tag half Anna bei allen Arbeiten, die anfielen. »Es ist wichtig, dass du mein Federbett gut ausschüttelst«, sagte Frau Holle. Anna schüttelte es so gut aus, dass die weißen Federn hoch in den Himmel hinaufflogen. »Sehr gut. Jetzt schau her«, sagte Frau Holle und zeigte auf eine Kristallkugel. Anna schaute in die Kugel und war erstaunt. Sie konnte federleichte Schneeflocken sehen, die auf das Haus und den Garten fielen, in dem sie gelebt hatte. Anna war so glücklich wie nie zuvor, während sie bei Frau Holle lebte, aber nach einer Weile begann sie Heimweh zu haben. Sie machte sich auch Sorgen darüber, ob ihre Stiefmutter und Schwester vielleicht vergessen hatten, Rooster zu füttern. Deshalb fragte sie Frau Holle, ob sie nach Hause gehen könne. »Natürlich darfst du das«, antwortete Frau Holle. »Ich bringe dich zum Tor.« Frau Holle nahm Anna an die Hand und ging mit ihr bis zum Tor am Ende des Gartens. »Wirst du eines Tages zurückkommen, um mich zu besuchen?«, fragte Frau Holle. »Natürlich werde ich das. Danke, dass ich bei dir bleiben durfte«, antwortete Anna. Frau Holle gab Anna ihre Spindel zurück und Anna umarmte Frau Holle innig. Als sie durch das Tor ging, hörte sie: »Weil du ehrlich bist, fleißig und hold, bekommst du eine Dusche aus Gold.« In diesem Moment regnete es Goldmünzen, die an ihrem Kleid haften blieben. »Frau Holle hat mich gebeten, ihr Federbett auszuschütteln. Kannst du mir helfen?« »Gut gemacht! Die Federn fliegen in die Luft!« »Gut gemacht! Die Federn fliegen in die Luft!« »Federn sehen wie Schneeflocken aus!« »Gute Arbeit! Die Federn fliegen hoch in die Luft!« »Danke für deine Güte, Frau Holle! Aber ich habe ein bisschen Heimweh. Darf ich bitte nach Hause gehen?« »Ich verstehe. Hier ist deine Spindel und ich komme mit dir bis zum Tor am Ende des Gartens.« »Oh, danke! Du hast sie gefunden und für mich aufbewahrt!« »Was kannst du in meiner Truhe sehen?« »Danke, Frau Holle.« Anna war überrascht und drehte sich um, um Frau Holle zu danken, doch diese war verschwunden. Alles, was sie sehen konnte, waren fallende Schneeflocken. Oder waren es vielleicht weiße, weiche Federn?
Sie drehte sich um und sah, dass sie neben dem Brunnen bei ihrem Haus stand. Kikeriki, hier ist die Goldmarie, schrie der Hahn. Anna rannte glücklich nach Hause und erzählte ihrer Stiefmutter und Schwester alles von ihrem Abenteuer. Ihre Stiefmutter war sehr froh, als sie sah, wie reich Anna jetzt war. Ich will auch reich sein, rief Mina. Dann musst du das Gleiche wie Anna tun, sagte ihre Mutter. Geh! Und damit schickte sie sie zum Spinnen an den Brunnen. Mina saß am Brunnen, ohne wirklich zu spinnen. Da ihre Finger nicht bluteten, stach sie sich mit einem Dorn in den Finger, ließ Blut auf die Spindel tropfen und sprang in den Brunnen, nachdem sie die Spindel hineingeworfen hatte. Hier ist es wirklich kalt. Warum bin ich nur nach draußen in die Kälte gegangen? Kikeriki, hast du etwas Mais für mein Abendessen, Mina? Natürlich nicht. Ich habe keine Zeit, dich zu füttern. Hol dir selbst etwas zu essen. Hilf mir bei der Hausarbeit, Mina. Nein, ich mache mir meine Hände nicht schmutzig. Wenn du Gold willst, Mina, musst du Frau Holle besuchen. Ich will auch reich sein. Ich springe am besten in den Brunnen. Wasser gefriert im kalten Winter. Vielleicht ist der Brunnen gefroren. Ich werfe zuerst die Spindel hinab. Als sie aufwachte, war sie im verzauberten Garten und folgte dem silbernen Pfad, der zu Frau Holles Hütte führte. Bald werde ich mein Gold haben, sagte sie zu sich selbst. Als sie den Pfad entlang rannte, hörte sie jemanden um Hilfe rufen. Bitte hilf mir. Mein Brot ist fertig und wenn es noch länger im Ofen bleibt, dann verbrennt es. Ich habe keine Zeit, um dir zu helfen, antwortete Mina und rannte weiter, während das Brot verbrannte. Der Ofen schrie ihr nach. Du bist ein faules, hartherziges Mädchen. Mina rannte weiter, bis sie zu dem schluchzenden Apfelbaum kam. Oh, bitte hilf mir, meine Liebe. Meine Äpfel sind reif und können geerntet werden. Bitte schüttle mich, damit sie auf den Boden fallen. Aber Mina ignorierte den Baum, rümpfte ihre Nase und lief weiter zur Hütte. Ich bin in Eile und deine Äpfel sind mir egal, schnaubte sie. Der Baum seufzte und sagte, du bist ein verbittertes und garstiges Mädchen. Als sie endlich an der Hütte ankam, griff sie nach der Klingel und läutete laut. Wie zuvor öffnete Frau Holle die Tür. Ich bin gekommen, um bei dir zu bleiben. Hast du Brot und einen Apfel zum Abendessen für mich? Wollte Mina wissen. Leider nein. Ich habe heute kein Brot und keine Äpfel. Aber du kannst bei mir bleiben, wenn du mir im Haushalt hilfst. Mein Name ist Frau Holle. Das weiß ich schon. Wenn ich muss, dann helfe ich eben, antwortete Mina unhöflich. Am folgenden Tag strengte sich Mina an, um bei einigen Sachen im Haushalt zu helfen. Frau Holle erklärte ihr, dass es wichtig sei, das Federbett gut auszuschütteln. Warum? Fragte Mina. Damit es schneit, antwortete Frau Holle. Aber Mina war zu faul, um das Federbett gut auszuschütteln, und es fielen nur wenige Flocken. Oh, diese alte Frau gibt mir so viel Arbeit auf. Hilf mir, das Bett auszuschütteln. Ich bin zu müde. Ich mache jetzt nichts mehr. Komm, Mina. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Gut. Jetzt werde ich bald so reich wie meine Schwester sein. Das ist deine Belohnung. Sie ist so ein faules Mädchen. Ich habe die perfekte Belohnung für sie. Man kann die ganze Welt in der Kristallkugel sehen. Schau hin. Ich bin mit deiner Arbeit nicht zufrieden. Sieh mal, hier ist kein Schnee. Nicht eine einzige Schneeflocke auf der ganzen Welt. Du wirst den Winter ruinieren.
Am zweiten Tag half Mina fast gar nicht mehr im Haushalt und schüttelte auch das Federbett nicht aus. Am dritten Morgen stand sie nicht einmal auf. Komm, Mina, steh auf. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Ich komme mit dir bis zum Tor, sagte Frau Holle. Oh gut, jetzt bekomme ich mein Gold, dachte Mina. Bekomme ich jetzt meine Belohnung? Fragte sie. Oh ja, jetzt bekommst du deine Belohnung, antwortete Frau Holle. Mina drehte sich um und ging, ohne sich zu verabschieden oder sich zu bedanken. Dann, als sie durch das Tor ging, hörte sie: Weil du faul bist, unehrlich und frech, bekommst du eine Dusche aus Pech. In diesem Moment regnete eine Dusche aus klebrigem Pech auf sie herunter und blieb an ihr haften. Als Mina nach Hause kam, fror sie, schämte sich und war dreckig. Kikeriki, hier ist die Pechmarie, krähte Rooster. Mina war von nun an nie wieder so faul und gemein und unehrlich wie zuvor. Anna teilte ihren Reichtum mit ihrer Schwester und ihrer Stiefmutter, die sie jetzt genauso liebte wie ihre eigene Tochter. Rooster hatte einen neuen Hühnerstall mit mehr als genug Mais und alle lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Übrigens, denk daran, wenn du Schnee fallen siehst, dann besucht Anna gerade Frau Holle. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du vielleicht sogar ein oder zwei weiße Federn erkennen. Thank you.